Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 3 von Simotrans mit dem Comicpack Version 0.6. Ja, wir wollen hier von Erfurt, Bahnhof Solang, hier runter, da vorbei, hier an dem Fluss vorbei und hier nach Bielefeld und hier den Bahnhof so haben wollen. Das wollen wir machen und dann würde ich sagen, sind wir dann schon wieder mit der Folge wahrscheinlich durch, ne? Aber erstmal gucken wir das Intro und dann machen wir die Folge. Bis gleich. So, dann starten wir mal hier in Erfurt, gucken zu, dass wir dann einen Zug hinkriegen. Wir brauchen dieses hier. Machen erstmal, ich glaube hier, wollten wir runter, ne? Vielleicht machen wir ein bisschen von hier mehr oder doch mehr hier. Oder hier? Eigentlich wäre es egal, ne? Da ist aber auch doof. Dann machen wir so. Dann machen wir es doch hier und dann passt es, oder? So, erstmal. Bahnsteig ist der, oder? Ja. 1, 2, 3, 4, 5 machen wir erstmal, oder? Ich weiß gar nicht, wie wir woanders gemacht haben. Wir haben woanders gemacht. Lass uns gucken gehen. Hier hatten wir schon Bahnsteige, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, 5 passt schon. 5 ist schon richtig. Dahin. So, Bahnhof Erfurt ist schon fertig. WSD waren die falschen Tasten, haben wir gerade wieder gemerkt, ne? Bahnsteig ist da. Ich glaube, wir fahren mal ganz runter hier. Dann gucken wir, wo wir hier lang müssen. Ich glaube, hier ist schon okay, ne? Ich glaube, besser wird es ja sowieso nicht gehen, ne? Mach mal so. Und dann müssen wir hier gucken, wie wir da rüber kommen. Dann müssen wir tatsächlich hier was auffüllen. Land bewegen. Und zwar am besten diesen hier. Da. Und dann gehen wir wieder zurück zum Bahnsteig. Warte, das da, das da. Das hier. Das so hin. Passt schon mal. Dann gehen wir nach hier. Ne, will ich eigentlich so diagonal, aber nicht so doof, wie der das baut. Kriegen wir das auch anders hin, ohne diesen komischen Wackelkram? So, erstmal bis da, dann gucken wir weiter, wo Bielefeld liegt. Hier oben, da müssen wir auf jeden Fall hin. Das heißt, wir müssen hier überall hoch. Kriegen wir das hier hin? Nee. Aber das hat schon gut geklappt sozusagen, weil diese Spitze da ist. Können aber auch erst hier hingehen, ne? Fahren dann da hoch. Und müssen wir da hoch? Ja, wir müssen da hoch wohl. Brücke gab es ja noch nicht, ne? Ne, Brücke gab es noch nicht. Aber da wollen wir ja hier hinten runter, denke ich mal, oder? Weil wir ja hier auf Bielefeld drauf zu wollen. Wird sich später wahrscheinlich noch ändern müssen, aber wir machen es erstmal so, ne? Das haben wir erstmal. Und ja, müssen wir noch ein Gleis so haben, was ich jetzt mal hier hinsetzen würde. Und da bauen wir ein Depot hin. Dann passt das schon mal. Dann haben wir das schon fertig, ne? Dann basteln wir die Linie. Zug, neue Linie. Regionalzug. Bielefeld. Erfurt. Passt. Dann kommt da der Halt hin. Wir müssen erst noch Enter hier drücken, damit es da genommen ist. Ist auch. So, und dann hier Erfurt Rathaus. Passt.
Gut, das ist die Linie. Wir lassen ihn einfach loszuckeln gleich. Müssen aber erst wieder ins Depot rein. Geld, wo ist Geld? 66.400, okay. Eine Lok ist der Adler. Die Passatierzüge sind das. Ja, einmal alles, ne? Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse mit Holzbänken. Das ist erstmal gut. Und Fahrplan haben wir da noch gar nicht, ne? Ne, haben wir doch, hatten wir ja gerade fertig gemacht. Und starten den, beenden den, scrollen mal gerade rein, nehmen den in Empfang und gucken. Fahrziel ist Bielefeld-Rathaus, das ist schon mal gut. Bielefeld hat 241 Einwohner und es steht niemand am Bahnhof. Doch, es stehen schon tatsächlich drei am Bahnhof. Richtig gut, wow. Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass da jetzt schon Gäste sofort stehen. Und in Erfurt, wie sieht es da aus? Oh, da stehen reichlich. Okay, da ist ja auch noch anders. Ne? Aber nach Bielefeld will hier keiner. Waldkirch, Ruderstadt, Gandersee. Gut. Bielefeld ist auch angeschlossen. Was haben wir denn noch so hier? Ach, wieder die Karte so komisch verschoben. Ach, hier Borken haben wir auch noch. Und Langenfeld haben wir auch noch. Brücken haben wir nicht, geht also nicht. Jetzt ist die Frage, ob dann da was geht mit Schiff. Weiß ich aber nicht. Schiff war schon immer kompliziert, ne? Anlegestelle. Anlegestelle. Anlegestelle mit Container. Anlegestelle. Anlegestelle. Fracht, Fracht, Fracht. Da steht nur Anlegestelle und da auch. Depot und noch ein Depot. Wieso sind da zwei? Schiffsdepot wird gebaut. Kosten? Watt? 25.000? Jetzt die Frage, ob das hier... Der geht sogar dahin. Jetzt muss ich aber erstmal gucken mit der Lupe, ob hier Personen drin sind. Früher war das hier immer so angezeigt, aber Lagerkapazität sieht so aus, als ob da alles geht, oder? Fahrgäste 000 ohne Route. Jetzt holen wir uns gerade noch das Depot rein. Ist auch egal hier, oder? Und jetzt machen wir die Lupe und gucken, welches Schiff da ist. Ja, sind ein paar Paddelboote da, ne? Das wird wahrscheinlich Personen sein, ne? Ist das so? Kapazität 16, ja. Passt. Okay, das ist jetzt aber gerade doof. Weil wir da ja nach Langenfeld rüber müssen, ne? Das bedeutet, nee, habe ich den ersten oder den zweiten genommen? Ich glaube, ist auch eigentlich egal, ne? Es geht auf jeden Fall auch. Und, ja. Schiff kann dann schon mal fahren, so ungefähr. Ja, komm, dann machen wir einen Fahrplan. Nicht eigener Fahrplan, Fahrplan zur Linie. Das ist dann Borken. Motorschiff ist zwar noch keins, aber wir machen es. Und das andere Örtchen heißt Langenfeld. Gut, haben wir. Halt nochmal. Achso, dann muss ich jetzt hier wahrscheinlich daneben machen, ne? Ja, haben wir. Haben wir. Gut. Das können wir schließen. Das können wir, glaube ich, auch schließen. Und den können wir dann auswählen. Dann können wir den starten. Dann kann der zu. Und jetzt müssen wir nur schnellstens hier gucken, dass wir da Passagiere befördern. Nicht mit dem Zug, mit der Bahn hier, mit der Kutsche. So, und das bedeutet, wir machen jetzt hier den hin. Und da auch den hin. Und da müssen wir noch ein Depot bauen, fällt mir gerade so auf, ne? Das dahin muss. Und dann können wir dort Kutsche bauen.
Neue Linie von da nach da. Und das heißt Borken. Nee. Stadtbus Borken. Ja, Stadtbus Borken reicht, kann man so lassen, oder? Und dann Gespann raus. Das war 18, das ist 25. Und die Kutsche. Oder die Kutsche? Oh shit, falsche Kutsche genommen. Die Kutsche ist es. Und Stadtbus Borken und starten. Und die können wir hier schon wieder verkaufen, ne? Gut, hat geklappt. Stadtbus Borken fährt. Schiff fährt auch. Wird wahrscheinlich keine Passagiere haben. Auch, ist das irgendwo offen? Ah, da ist es. So, und jetzt müssen wir schnell uns beeilen, dass wir da oben noch eine Kutsche hinkriegen. Vielleicht klappt das ja dann noch. Mit, ne? Zwei Halte hin. Einer da, einer da. Und dann Linienverwaltung ist neue Linie. Langenfeld. Stadtbus Langenfeld. Passt. Ziel da, Ziel da. Erledigt. Schnell noch ein Depot gebaut. Ah, da müssen wir hier nochmal hin. Depot da dran. Und das kann zu. Ne, das muss dahin. Das waren die Pferdchen. Mit der Kutsche. Und Stadtbus Langenfeld. Und starten. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Drei Passagiere warten, die nach Borken Rathaus wollen. Sehr gut. Jetzt muss nur die Kutsche schneller sein wie das Schiff, aber das wird wohl nicht so sein, denke ich mal, ne? Können wir mal schnell laufen lassen gerade? Nee, hat er nicht geschafft. Okay, der ist sogar schon voll. Krass. Und er hat auch schon sechs Passagiere von der anderen Seite gekriegt. Das ist auch gut. Okay, das funktioniert hier. 6 und nochmal 6 und macht hier schon schwarze Zahlen. Das Schiff funktioniert. Zack, durchs Depot gefahren. Läuft ja prima. Ja, da machen wir Geld. Definitiv. Sehr gut. Okay, das heißt, rauszoomen, das ist fertig. Da oben war noch eine Kirche, die nehmen wir aber nicht. Hier ist nichts drauf auf der Insel. Aber hier war noch was, ne? Apolda. Ja, Apolda und Grimma, die machen das Gleiche, ne? Ich denke mal, dann machen wir das hier auch wieder mit so einer kleinen Kutschentour und hier mit einer Kutschentour und dann verbinden wir die hier mit Schiff, oder? Das sollten wir tun. Würde ich dann so machen, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.